Stefano Domenicali kündigt baldige Rotationsrennen an. Der Formel-1-CEO kündigt an, dass der europäische Kalender überarbeitet wird und die GP nach dem Rotationsprinzip ausgetragen werden. Das bedeutet, dass einige Strecken möglicherweise nicht jedes Jahr im Kalender auftauchen werden. Der Sport hat bereits 24 GPs pro Jahr, aber weitere Austragungsorte hinzuzufügen ist schwieriger denn je. Seit vielen Monaten kursieren Gerüchte, dass die Formel 1 die europäischen Rennen in Zukunft rotieren lassen könnte. Es gibt in Europa 10 Austragungsorte, einschließlich Aserbaidschan, an denen Formel 1 Rennen stattfinden. Ein mögliches Problem, auf das Domenicali stoßen könnte, sind die Vertragslaufzeiten einiger Austragungsorte. Derzeit laufen die Verträge einiger europäischer Strecken wie in Imola, Monte Carlo, Monza, Spa-Francorchamps und Zandvoort nach der Saison 2025 aus. Barcelona hat einen Vertrag bis 2026, danach kommt aber Madrid als neuer Austragungsort hinzu. Die Strecken in Silverstone, Budapest und Spielberg haben Verträge, die bis in die 2030er Jahre laufen. Das aktuelle Concorde-Abkommen erlaubt zwar 25 Rennen pro Jahr, doch Domenicali ist trotz des großen Interesses und der Möglichkeit, den Kalender zu erweitern, mit 24 zufrieden. Es gibt noch einen freien Platz, der mit einem zweiten Rennen in Saudi-Arabien, einem Rennen in Afrika oder mit einem Rennen in Argentinien gefüllt werden könnte. Eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare.